davon aus, dass es ein Abtasten ist. Die können wohl nicht besonders gut gucken. Das Futter tut ihnen im Normalfall nichts, deshalb muss man da dann auch nichts groß machen und nicht groß drauf achten. Das wird dann einfach abgetastet und man guckt eigentlich starr nach vorne, hat dann aber so 180 Grad Rundumblick, falls da irgendwelche Fressfeinde kommen. Um das einmal zu zeigen, haben wir hier so ein bisschen Melone und Paprika und Banane. Und die Banane ist eigentlich immer am beliebtesten. Zeig, ganz oben. Und da kann man jetzt nicht wirklich reingucken von oben, ne, ganz oben, sondern nur wirklich drin rumtasten. Und ich verwette fast alles, dass die Banane zuerst rauskommt. Kommst nicht ran. Doch. Mach doch mal die Klappe auf. Das macht er gleich sonst selber sogar. Man hat heute echt nicht so einen Bock, ne? Naja, normalerweise kommt als erstes die Banane raus. Kriegst trotzdem ein Stück, komm. Ich hab echt keinen Hunger heute, was ist denn los? Ja, erzähl nicht so. Na gut. Ja, die Waschbären gehören heutzutage sogar zu den europäischen einheimischen Tieren. Denkt man im ersten Moment nicht, ursprünglich kommen sie ja aus Nordamerika. Es liegt aber mit daran, dass in den 30er Jahren, da kommt richtig aus der Straße. In den 30er Jahren hat man aus Pelztierfarmen, oder da sind welche aus Pelztierfarmen schon abgehauen, und in den 60er Jahren, da gab es irgendwie so einen Schwung, da hat man früher nicht so doll drüber nachgedacht, heute wird man es nicht mehr machen. Ja, man wollte ein bisschen exotischere Tiere bei uns in der heimischen Natur haben und hat dann auch aus Asien jede Menge Hirschartige geholt und so. Und unter anderem war da dann auch der Waschbär bei aus Nordamerika, den man wirklich absichtlich dann auch ausgewildert hat, einfach um es ein bisschen exotischer zu gestalten. Das Problem ist, der Waschbär hat bei uns hier kaum natürliche Feinde. Im Großen und Ganzen wäre es nur Fuchs, Dachs, nee, Dachs nicht, Luchs und der Wolf. Der Fuchs, den gibt es relativ häufig und fast überall. Der kann aber nicht auf die Bäume klettern. Sprich, wenn der Fuchs ankommt, der Waschbär das kurz vorher schon gemerkt hat, flüchtet er auf die Bäume, winkt vielleicht von oben nochmal hinterher und sagt, auch mit mir nicht. Beim Luchs, den haben wir nur regional. Da gibt es dann tatsächlich auch relativ wenig Waschbären. Der Luchs kann super klettern, da kommt der Waschbär dann nicht mehr weg. Und den Wolf haben wir halt auch nur sehr, ja, an sehr wenigen Stellen im Endeffekt. Und dementsprechend haben die Waschbären sich wirklich europaweit und bei uns in Deutschland wirklich auch fast überall schon verbreitet. Werden mittlerweile bejagt, was halt den Hintergrund hat, die fressen alle möglichen Eier und Küken von Vögeln weg. Und mittlerweile, da sie sich halt super vermehren, kaum natürliche Feinde haben, ja, wird es dann langsam zum Problem. Also die einheimische Natur leidet da halt ein bisschen drunter und mittlerweile geht man dann auch gegen an. So, Kassel ist zum Beispiel so ein schönes, ja, ein schönes Beispiel. Kein Bock heute. Nein, das ist lustig. Da gibt es wie in anderen Städten jemanden, der ist beauftragt, Waschbären zu fangen. Ähnlich wie in anderen Städten Ratten und Mäuse. Werden da dann Waschbären gefangen mit Kastenfallen und dann kilometerweit weg irgendwo wieder im Wald ausgesetzt. Das Problem ist nämlich, die Waschbären sind nicht doof und wenn man nicht jagen muss, dann nimmt man auch gerne irgendwelche Dachböden oder irgendwelche Mülltonnen oder halt Garagen, wenn da irgendwelche Lebensmittel gelagert werden und sei es nur wirklich die Müllbeutel, das reicht dann schon vom Geruch. Und Kassel hat da wirklich ein Problem mit. Also da sind so viele Waschbären, dass, ja, also wenn die komische Geräusche auf dem Dachboden hören, die gehen schon selber kaum noch gucken, die rufen dann gleich den Waschbärfänger so in etwa. Und da muss man halt dann immer ein bisschen drauf aufpassen. Mit ein Grund, warum die sich auch so super vermehren, die werden bis zu 18 Jahren alt, so ein kleiner Bär, und bekommen normalerweise einmal im Jahr 4 bis 5 Junge. Kann aber auch sein, wenn wirklich sehr viel Futter da ist und die Gruppe noch nicht sehr groß ist, dass man auch zweimal im Jahr Junge bekommt. Dementsprechend reproduzieren die sich halt auch sehr, sehr gut. Ja, vom Fressverhalten her sieht man vielleicht so ein bisschen im Großen und Ganzen eine bunte Mischung. Es sind eigentlich alles Fresser. Also von Fischfleisch, Hühnchen und dann halt bunte Mischung an Obst und Gemüse. Ist immer so ein bisschen abhängig von dem, was wir auch vom Großhändler kriegen. So eine süßen Sachen wie Banane, Apfel ist fast immer dabei, weil das halt schon so eine kleinen Leckermäulchen sind. Und im Verlauf des Jahres versuchen wir halt auch immer so ein bisschen das der Natur anzupassen. So im Frühjahr kommen halt wieder eher frische Knospen und man kann wieder besser im Boden wühlen. Sprich, man kommt besser an Käfer und Würmer ran, also eiweißreicher. Das heißt, wir füttern im Frühjahr auch meistens ein bisschen mehr Eiweiß. Und jetzt
das Gegenbeispiel dann im Herbst, da gibt es dann halt meistens eher ein bisschen fettigere und süße Sachen, weil da ja dann auch so Äpfel und ähnliches reif sind, die Nüsse sind reif und dann kann man sich so einen kleinen Winterspeck halt auch anfressen. Haben Sie sonst noch Fragen? Du hast eine Frage, ja. Dann mal raus. Wie haben Sie es geschafft, so viele Waschbären hier in Gehäfe, hier hinzulagern? Ich weiß nicht ganz genau, wie viele es am Anfang waren, aber die haben sich auch selber vermehrt. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das von Kaninchen und so, da setzt man dann ein Männchen und ein Weibchen zusammen und auf einmal hat man ganz viele. Und so haben die das auch gemacht. Okay. Dann sind das halt ein paar mehr geworden. Die machen keinen Winterschlaf. Nein, also das wäre dann Winterruhe im Großen und Ganzen. So Winterschlaf ist einfach gesagt, man frisst sich voll und pennt, ich sag jetzt mal, 3 Monate und macht in den 3 Monaten gar nichts. Und bei Winterruhe ist es, man frisst so viel, wie es geht, aber man pennt nicht wirklich. Also das ist so, man kann schon mal auch eine Woche irgendwo liegen und schlafen, aber irgendwann drückt dann doch die Blase oder irgendwann hat man doch Durst und dann steht man nochmal auf. Und das sind halt so die Tiere, die Winterruhe machen. Es kann auch sein, dass man die 3-4 Monate nicht sieht, aber die sind immer mal noch wieder draußen, trinken eine Kleinigkeit, gehen. Die großen Bären machen Winterruhe. Die machen im Endeffekt auch Winterruhe. Der einzige ist halt so der Eisbär, oder nicht der einzige, aber so das Topmodell ist eigentlich der Eisbär, der macht wirklich Winterschlaf. Also der verbuddelt sich im Schnee und lässt sich 3 Monate nicht blicken. Der geht halt auch wirklich nicht auf Toilette, der geht nicht trinken, der macht gar nichts. Und bei der Winterruhe ist es halt ähnlich, aber die gehen dann nochmal Kleinigkeit fressen, wenn sie was finden. Die gehen auch nochmal trinken, die gehen auch nochmal austreten, wenn sie müssen. Das ist bei Winterschlaf nicht der Fall. Und da hier das Futterangebot eigentlich jeden Tag halt gegeben ist, machen die eher gar keine Winterruhe, weil man guckt dann immer mal jeden Tag, ob es noch was Leckeres gibt. Wie gesagt, anscheinend gab es gestern ein bisschen viel. Dementsprechend sind es nur 3 von 7, die wir eigentlich haben da. Aber wenn man keinen Hunger hat, dann verpennt man halt auch so einen schlechten Tag mal. Nee, bei uns nicht mehr. Wir haben das Männchen kastriert. Ja. Auch der ist zwar sehr süß, immer der Nachwuchs, und wir würden natürlich gerne Nachwuchs zeigen, aber man muss halt auch gucken, wo man sie lässt. Wir könnten natürlich hier noch den halben Wald einzäunen, das macht halt keinen Sinn. Hast du sonst noch Fragen? Hat er eine spezielle Funktion? Also die pennen da oben ganz gerne als Knäuel, und der ist wahrscheinlich echt dann zu faul, um da den Baum runterzukommen. Schlafen die eigentlich da drin? Es ist wirklich unterschiedlich. Also wenn es doll regnet und kalt ist, liegt man auch gerne da. Ansonsten selbst bei Nieselregen und so liegen die eher da oben in der Astgabel. Und dann gerne alle zusammen. Da ganz hoch? Deshalb haben wir da diese Metallringe. Ja. Wir haben leider schon einen gehabt, der war so mutig und ist vom Kletterbaum auf die Fichte daneben gesprungen. Und den mussten wir dann mit dem Tierarzt und Betäubungspfeil wieder runterholen. Der hat nicht mehr runterkommen. Nee. Die hatten sich gestritten und irgendwie saß halt schon einen Tag da oben, weil wir Hoffnung hatten, er kommt noch wieder runter, wollte er nicht. Und am zweiten Tag haben wir ihn dann mit einem Tierarzt betäubt und mit einem Fangtuch aufgefangen. Der wäre da wahrscheinlich eine Woche oder so oben geblieben. Und ganz oben haben wir halt auch dann wieder das Problem, wenn man schon so mutig ist, dann könnte man auch von Ast zu Ast und dann ist man irgendwann vom Zaun weg und dann ist man nicht mehr im Gehege. Von daher mussten wir dann halt schon gucken, dass wir ihn auch wieder runterkriegen. In der Natur, also jetzt auch die in Kassel, selbst wenn die sich damit auskennen, ich kenne jetzt keinen persönlich, der hat es mir nicht erzählt, aber im Großen und Ganzen sind halt wirklich Raubtiere, wenn die sich untereinander streiten, was die schon Geräusche von sich geben. Und wenn ich mir vorstelle, das höre ich auf dem Dachboden, ich glaube, ich würde da freiwillig nicht mehr hochgehen und auch irgendwie nicht versuchen, den zu füttern. Ich sage dann immer gerne, ruft Polizei, Feuerwehr, irgendwer weiß dann schon Bescheid, was man macht. Weil die haben schon ordentliche Zähne, also wie gesagt, die sind jetzt lieb und die sind auch zahm, deshalb kann ich hier so rein und sie auch aus der Hand füttern und anfassen. Aber wilde Tiere lassen das normalerweise nicht zu. Und so 1,5 bis 2 Zentimeter lange Reißzähne an der Seite, die machen eine ordentliche Verletzung. Entschuldigung? Ja. Diese Metallringe sind dafür da, dass die Krallen runterrutschen. Nee, das, ja genau, dass die Krallen runterrutschen und die nicht weiter hochkommen. Genau richtig. Das ist zu glatt zum Klettern. Genau, weil in Wildpark Ekold ist das auch bei den Mardern. Ja. Bei den Baumardern. Das macht man häufiger, Maya.
Wir haben es auch bei der Wildkatze und so. Bei allen, die so Krallen haben, die können da nicht rüberklettern. Ist das eigentlich auch beim Luchs? Ja, beim Luchs sind zum Teil aber auch sogar wirklich so eine Stange zur Seite, dass er da nicht dran vorbeiklettern kann. Weil der Luchs sich auch ganz lang machen kann. Da müsste man dann ganz viel von machen. Das müsste noch ein bisschen länger sein, so eine Metalldinge. Man könnte doch einfach längere erschaffen. Zum Teil ist das da auch. Aber zum Teil sind da auch wirklich nur so eine Stangen drumherum, dass er da nicht vorbeikommt. Wie so ein Gitter um den Baum. Und warum ist um den Schlafbaum so ein Stern? Das kann ich auch nicht wirklich sagen. Wir hatten den mal versucht, auch als Absperrung zu nehmen, und da haben die sich aber zwischendurch durchgewuselt. Warum jetzt der Kollege, der hier eigentlich das Sagen hat, den dann da gelassen hat, weiß ich nicht genau, muss ich gestehen. Also ich glaube nicht, dass der noch einen tieferen Sinn hat. In der freien Wildnis leben die denn auf Bäumen? Auch, ja. Also man hängt halt auf Bäumen immer mit am sichersten. Da ist man vom Boden weg. Und wenn man dann irgendwo so eine Abgabe hat, wo man sich auch so ein bisschen vom Wind schützen kann, dann ist das halt schon eine relativ gute Stelle. Hey! Man könnte da ein Futter draufstecken. Ja, ich glaube, das war's dann. Ich hab den da jetzt wieder unten da. Echt so. Der sieht ja doch an so runter für dich. Und so, verdammt.